Kognition, kurz und knapp, ist an sich eine Art Sammelbezeichnung für die geistige Aktivität von uns Menschen. Solche Aktivitäten reichen da von der Wahrnehmung über die Aufmerksamkeit bis hin zum Denken. Solche kognitiven Prozesse haben meist begrenzte Kapazitäten. Deswegen vergessen wir zum Beispiel auch immer mal wieder was. Oder unsere Gedächtnisspeicher sind einfach voll, sage ich mal. Das ist aber überhaupt kein Fehler von unserem System, sondern hat, wie eigentlich alles bei uns, was wir so bewusst und unbewusst machen, eine logische und wichtige Funktion. So machen wir beispielsweise Platz für neue Informationen oder priorisieren automatisch die Inhalte. Kognitionen laufen übrigens bewusst wie beim Rechnen und unbewusst beim Bilden einer Meinung ab.